Roman Wick, der zweite Sieg in Folge hier in der Kolping Arena. Jetzt läuft es langsam bei den Code Flyers oder ist das nur der Eindruck, der täuscht? Nein, wir haben hier anknüpfen, wo wir im letzten Spiel aufgehört haben. Das ist uns gelungen. Wir haben Lugano über lange Zeit dominiert und schlussendlich nach meiner Meinung verdient gewonnen. Im letzten Spiel gegen Freiburg haben Sie vor allem im letzten Spiel auch mit Ihren zwei Goal aufgedreht. Was ist da passiert? Ist da der Kloten geplatzt? Oder es ist auch eine andere Mannschaft jetzt, die da auf dem Eis steht? Ja, es war sicher ein gutes Zeichen gewesen, dass wir mal gewusst haben, wir können 3 Goal in einem Drittel schiessen. Also es ist da, wir haben nicht den Teufel ab Wand malen und mit dieser Einstellung sind wir heute im Spiel. Und dementsprechend sind sie auch rein vorne. Also wir haben uns völlig keinen Druck mehr gemacht, um das Goal schiessen, einfach hauptsächlich gut spielen. Welchen Einfluss hat da der Trainer drauf gehabt? Was hat er ihn eben nach dem ersten Spiel, wo es eben nicht wirklich viel Goal gegeben hat, was hat er gesagt? Ja, er hat uns gesagt, eben, es geht nicht um Leben und Tod. Also, es ist einfach schlussendlich ein Hockeyspiel. Logisch probieren beide Mannschaften das Spiel zu gewinnen, aber wie gesagt, es haben sich jetzt ein paar Sachen bei uns geändert und wir sind froh, wenn wir jetzt heute wieder gewinnen können. Im Hinblick auf das nächste Spiel, was könnte man doch noch verbessern? Effizienz im Powerplay. Und sonst nichts? Nein. Okay, danke vielmals.